Oh mein Gott, das geht ja wirklich, Digga. Was? Was loot's, Leute? V-Bucks. Alles dreht sich um V-Bucks. Aber wie kriegt ihr jetzt zum Beispiel 100.000, 200.000 V-Bucks, ohne euch dumm und dämlich zu zahlen? Das werde ich euch heute erklären. Also, in diesem Video werdet ihr erfahren, wie ihr unlimitiert, ich glaube, bis zu 400.000 V-Bucks bekommen könnt, ohne einen Cent zu bezahlen. Kein Fake, komplett echt, ohne irgendeinen Scheiß. Bevor ich euch aber erkläre, wie es genau geht, erstmal ein krasses Dankeschön an euch. Wir sind schon über 24.000 Abonnenten hier auf diesem Kanal. Richtig krass, gestern war es doch... Nee, wir sind 27.000 schon. Oh mein Gott, krass. Gestern waren wir knapp 24, jetzt wäre 27.000. Ihr steigt einfach richtig krass. Eine Information, es gibt zwei Wege, sich V-Bucks zu holen. Ersten Weg habe ich euch einmal erklärt. Wenn ihr hier auf meinen Kanal einfach mal abonniert habt und die Glocke geklickt habt, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal in einer Auslosung für 10.000 V-Bucks. Das geht noch bis zum diesen Freitag. Das heißt, wenn ihr noch nicht abonniert habt und noch nicht auf die Glocke geklickt habt, dann habt ihr jetzt noch Chance, teilzunehmen bei diesen kleinen V-Bucks-Aktionen. Aber ich erkläre euch jetzt auch, wie es geht auf einen anderen Wege. Wie ihr einfach direkt 100, 200, 300, 400.000 V-Bucks bekommen könnt. Es ist super einfach, also macht einfach genau das, was ich euch jetzt erkläre, ja? Unter diesem Video findet ihr einen Link, da müsst ihr raufklicken. Wenn ihr auf den Link unter mein Video geklickt habt, dann kommt ihr jetzt auf diese Seite hier, Fortnite Hack, ja? Dort ist es super einfach, da steht man schon in dem Feld hier runter, muss seine Daten eingeben, bla 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 bla. Aber pass auf, das ist eigentlich fake, der Benutzername wollen jetzt dein PSN haben oder deinen Computernamen. Das macht ihr jetzt aber nicht. Pass auf, ihr nehmt zum Beispiel jetzt PC, ne? Also wo auch immer ihr seid, wenn ihr zum Beispiel PlayStation 4 benutzt, PlayStation 4 und so weiter und so fort. Also Sinn ist klar, ne? Dann bei Benutzername, also bei Benutzername gebt ihr nicht euren Benutzernamen ein, sondern ihr gebt ein... Lirpa, Lirpa. So, das ist ganz wichtig. Nicht euer Benutzernamen eingeben, sondern Lirpa, Lirpa. Ja? So, dann klickt ihr auf Verbinden. Dann seht ihr schon, es verbindet sich mit Lirpa, Lirpa. Dauert ein bisschen. So, Success. So, dann klickt ihr auf OK. Super einfach bisher, ne? Also, wenn ihr bis jetzt noch nicht mitgekommen seid, weiß ich auch nicht. V-Bucks. So, wie viel V-Bucks wollt ihr haben? Ihr könnt ihr aussuchen 100, 200, 500, aber ihr wollt natürlich unlimitiert, ne? Deswegen klickt auf 99.999 V-Bucks. Dann müsst ihr auf Generieren klicken. Generieren. So, jetzt wird geladen. Super einfach, easy. Dauert ein bisschen. So, Verifikation, ja? Jetzt solltet ihr eigentlich auf Verifizieren klicken, aber das macht ihr nicht. Stopp, denn dann werdet ihr verarscht. Dann müsst ihr, glaube ich, eure Handynummer eingeben, sonstiges. Klickt nicht auf Verifizieren, sondern was ihr machen müsst, ist, ihr, wenn ihr PC seid zum Beispiel, dann geht ihr auf unten, hier auf ein aus, ja? Und dann ganz simpel auf Herunterfahren. Klickt dann auf Herunterfahren, dann habt ihr euren PC ausgeschaltet und dann müsst ihr euch auf jeden Fall ins Bett legen und schlafen, denn ihr wurdet einfach nur verarscht. Sorry, Boys, April, April, ey. Ich merke schon, wie sagt man so, herzlichen Glückwunsch zum 1. April? Auf jeden Fall, Leute, es ist klar, ich habe euch ein bisschen veräppelt. Fallt nicht auf diese Seiten rein, wo ihr kostenlos V-Bucks bekommen könnt, das ist alles nur Fake. Wenn ihr jetzt geprankt wurdet und denkt, oh Mann, der Penner, versaut jetzt mal bitte nicht den Prank, ne? Seid mal nice, macht mal mit und lasst uns mal zusammen, jetzt die anderen Leute verarschen. Deswegen hinterlasst auf jeden Fall mal bei diesem Video einen Daumen hoch, damit, falls jemand neu auf das Video kommt, denkt, ey, das ist ja echt, weil er sieht, dass viele Likes da sind, weißt du? Wenn es jetzt ganz viele Dislikes sind, dann wissen die, das ist einfach nur Müll. Deswegen hinterlasst auf jeden Fall ein Like, falls ihr mit verarschen wollt, die anderen Leute, und schreibt mal in die Kommentare, wow, hat funktioniert. Geil, hat funktioniert und sonstiges. 1. April, Leute. Man muss ein bisschen Spaß haben. Ich weiß noch, wie ihr da seid. Auf jeden Fall, wir sehen uns später schon wieder. Ich lade, glaube ich, nachher nochmal noch ein Video hoch und dann sehen wir uns später wieder. Jeden Tag ein Video hier auf diesem Gamer-Kanal. Das war natürlich erstmal ein kleines Shoutout zum 1. April. Hab mich gefreut, euch kennenzulernen. Peace.